Vor kurzem habe ich die Air Javelin, dieses Gewehrarmbrust, das nur in Österreich erlaubt ist, vorgestellt. Und da ist die Frage gekommen, könnte man auch Standardpfeile hernehmen und da drauf setzen? Das Thema ist, dass du hier ein Rohr hast. Und dieses Rohr hat einen Durchmesser von 7 mm. Ein bisschen mehr, 7,3, 7,25. Ja? Also 72 mm sozusagen. Und die Frage ist, passt da ein Standardpfeil rauf? Probieren geht über Studieren. Ich habe hier einen Standard-Aluminiumpfeil. Übrigens, die Hohlpfeile von der Air Javelin sind Carbon. Daher hakt das Ganze. Ich habe schon versucht, die Nocke mit einer Zange runterzunehmen. Das hat nicht funktioniert. Und aus dem Grund werde ich mein Victorinox-Messer checken und mit der Metallsäge hier etwas abarbeiten. Übrigens, billige Eigenwerbung, wir haben für Victorinox und für viele andere Messer eigene Steckscheiden, All-Day-Carry-Scheiden oder auch Scheiden für den Gürtel. Und das Interessante dabei ist, du hast auch die Möglichkeit, ist das billige Eigenwerbung, ja, hier diesen Öffnenmechanismus zu benutzen. Hier diesen Öffnenmechanismus zu benutzen, ja, wenn die Fingernägel nicht mitspielen. Aber jetzt schnell wieder zurück zum Thema. Na gut, dann let's go. Also ich bin jetzt mal im Innenleben angekommen, aber da ist auch die Nocke. Das heißt, ich muss noch einmal ansetzen, weil ich kriege die ja dann wieder nicht raus. Das bedeutet, ich muss noch weiter hinten ansetzen. Naja, mal hinten aus, mal hinten aus. Aha, also da hinten ist auch die Nocke, da weiter vorne ist keine mehr. Also da bin ich jetzt dann wirklich im Hohlpfeil sozusagen drinnen. Na, dann gehen wir weiter. So, jetzt bin ich endlich durch. Das hat ganz schön verkantet, also so einfach war das gar nicht. Aber jetzt bin ich gespannt. So, ich werde das da jetzt noch ein bisschen entgraten und noch ein bisschen nacharbeiten. Aber so schaut das Ganze jetzt aus. Bin gespannt. Ach ja, dass ich es nicht vergesse, gib bitte dem Video gleich einen Daumen nach oben. Das ist gut für den YouTube-Algorithmus, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst. Unsere Messer, die wir gebaut haben und Scheiden und sowas und überhaupt. Also, wenn dich auch das interessiert, gebe ich da unten den Link. Danke, aber jetzt ist es aus. Und? Das geht sich aus. Das geht sich wirklich aus. Unglaublich. Das geht sich wirklich aus. Noch einmal. Was ich aber merke ist, und da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Also erstens einmal, das ist sicherlich vom Hersteller nicht freigegeben. Also wenn man das macht, könnte man vorstellen, dass man die Herstellergarantie verliert. Also bitte nicht nachmachen. Das ist einmal Punkt A. Punkt B, ich weiß natürlich jetzt nicht, dass das hat funktioniert. Durch das Absägen, wenn du da vielleicht ein anderes Werkzeug benutzt, da ist ein bisschen ein Grat. Das bedeutet, das flutscht nicht ganz so schön wie bei den Standardpfeilen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob da wirklich dicht ist. Oder da vorne, wo man den Pfeil sozusagen, also die Spitze drauf dreht, ob das wirklich dicht ist. Wir werden das jetzt gleich einmal testen, aber eine Sache mag ich noch festhalten, nicht nachmachen. Und wenn du es nachmachst, bitte auf eigene Gefahr, denn ich glaube, wie gesagt, das ist vom Hersteller nicht so gedacht. Weil es kann halt auch schon einiges schief gehen, wenn es zu viel Reibung gibt, etc. pp. Das wäre unangenehm. So, Druck ist jetzt schon drauf. Das Teil verkauft man nur innerhalb Österreichs. Tut mir leid. So, aber jetzt, wir probieren es aus. So, das ist der echte Pfeil. Oder der echte Pfeil, das ist der, den Umarex mitliefert, den man auch bei uns kaufen kann im Shop. Der gleitet. Keine Angst, es kann hier jetzt nichts passieren. Liebe Leute, für alle die Sicherheit, weil ich noch nicht repetiert habe. Ja? So, außerdem bin ich ja Fallurabate, Buschkraftareal. Ich meine, möchte auch nicht, dass ein Pfeil irgendwo in der Gegend herumfliegt, aber es ist hier rundherum niemand. So, das geht relativ glatt. Hier, bei meinem Teil. Das muss man genau aufsetzen, das ist einmal Punkt A. Bewegt sich auch. Du gehst ein Risiko ein, wenn das nicht wirklich schön gleitet und festhängt, sich verheddert, und der Druck muss ja irgendwo hin. Ich könnte mir vorstellen, dass das unangenehm ist. Also das muss man wirklich für sich selbst entscheiden. Gut, jetzt machen wir einen Schusstest. Schuss Nummer 1 machen wir mit dem Standardteil, also mit dem Standardpfeil, auf diese orange Matte, Steambow-Matte. Da stellen wir anders mal vor. Ich mache absichtlich heute mit Schutzbrille, einfach aus
Sicherheitsgründen? Wo habe ich denn da überhaupt getroffen? Okay, das schauen wir uns nachher an. Ich habe was getroffen, aber das Ding macht halt Rawumsi Kabumsi. Irgendwie bin ich ein bisschen nervös. Also ich gebe das echt zu, ich bin ein bisschen nervös. Aber solange ich das darauf schieben kann, ich hoffe, es wird passen. Rausgeflogen ist, hat sich nur ein bisschen anders angehört. Ich bin gespannt. Okay, der erste hat getroffen, oder voll daneben geschossen, bitte. Ja, voll daneben geschossen, also das ist der Originalbolzen. Das ist der Alubolzen, den ich da aufgeschnitten habe. Ich muss ein bisschen höher zielen, das machen wir noch einmal. Na gut, dann probieren wir das ganz einfach aus. Zuerst schießen wir mit dem Standardbolzen. Aber jetzt habe ich das Zielwasser. Und jetzt noch einmal mit dem Alubolzen, mit dem aufgebauten, sozusagen den billigen. Naja, ich habe gleich gezielt und der hier, der ist ein bisschen, also der hat doch ein bisschen ein anderes Trefferbild, das muss ich schon sagen. Der hier, da habe ich hergezielt, das passt auch, ich meine, ich habe mit offenem Visier geschossen und den halt, der sitzt etwas tiefer. Das bedeutet, hat ein anderes Schussbild. Aber es funktioniert, hurra! Also ich bin positiv überrascht, ich bin wirklich positiv überrascht, dass das so einfach und cool geht. Eins ist natürlich klar, erstens, du machst das, wenn du das nachmachst, wirklich auf eigene Gefahr. Wir verkaufen die Bolzen ja auch und schau, ich bin sicherlich nicht derjenige, der gegen mein Geschäft spricht, aber es war eine Anfrage und ich mag die beantworten. Bedenke aber immer, erstens, du machst das auf eigene Gefahr. Ich bin mir sicher, dass die Garantie jetzt erloschen ist. Ja, ist so. Und ja, also wenn du das wirklich nachmachst, eigene Gefahr, wirklich eigene Gefahr. Und ich glaube auch, und das sehe ich halt jetzt schon, dieses Teil hier macht Kratzer. Ja, also das Teil macht Kratzer. Das geht sich gerade so aus. Und schau, dass das wirklich gut, vernünftig verarbeitet ist. Und immer aufpassen und alles auf eigene Gefahr. Aber es macht halt schon Spaß. Und bedenke eins, das Schussbild ist anderes. Die Carbonpfeile schießen viel genauer. Ich habe es jetzt wieder gesehen. Der schießt wirklich, ich gehe nicht nochmal hin. Die Alubolzen, die fliegen anders. Alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber das war's jetzt. Wenn du Fragen hast, stell sie uns gerne an shop@überlebenskunst.at. Wir verschicken das Teil wirklich nur nach Deutschland, weil da sehr viele Leute trotzdem immer wieder nachfragen. Wir verschicken es nicht nach Deutschland, nur innerhalb Österreichs. Das ist ganz einfach so. Wenn du weitere Fragen hast, stell sie. Daumen nach oben, Video teilen, Link in meinen Shop und sowas und überhaupt. Und es hat mich gefreut. Ciao, ciao.